Mein Name ist Mario Rader, Geschäftsführer von Studio Mitte. Wir sind dabei, weil wir das Unterfangen TED, TEDx bzw. auch TEDx Linz unterstützenswert finden im Sinne dessen, dass es Ideen liefert, dass es eine Art Pool ist für Inspiration, dafür den Diskurs anzuregen, und das finden wir einfach als Menschen und auch als Unternehmen, das sich da als zukunftsweisend sieht, ein wichtiges Thema. Mein Lieblings-TED-Talk ist von Zeynep Tufekci. We're building a dystopia just to make people click on ads. Warum? Weil das ganze, der Talk sich damit beschäftigt, wie soziale Medien, wie neue Technologien mit einer ursprünglich guten Grundidee auch dazu verwendet werden und werden können, um vielleicht weniger positive Seiten auch des Menschseins zum Vorschein zu bringen. Sowohl ich als auch das Unternehmen sehen uns als zukunftsweisend, sehen uns als in die Zukunft ausgerichtet. Wir haben mittlerweile auch für Nachwuchs gesorgt und haben auch im privaten Umfeld das Thema natürlich, wie soll die Welt morgen aussehen für unsere Kinder, und möchten einerseits als Eltern, andererseits auch als verantwortungsbewusste Unternehmer dafür sorgen, dass die Welt morgen nicht schlimmer aussieht, als sie heute vielleicht noch gar nicht ist. Also ich empfehle die Anna Grebe. Ich kenne die Anna persönlich und weiß, dass sie eine sehr starke Persönlichkeit ist und einfach spannende Geschichten zu erzählen hat.